meine Lieben. Ich muss gleich das Radio mal ausmachen. Wir sind gerade wieder auf der Baustelle. Ja. Auf der Decke ist ganz viel Müll. Ganz viel Müll. Also ich zeig das mal. Ganz viel Stroh. Weil das ein altes Bauernhaus war und hier haben sie halt mit Müll gelagert. Hälfte ist jetzt auch schon weg da oben. Und dann reiße ich die Decke auch raus. Und dann kommen wir hier hinter euch die Wagen hoch. Ja, also hier war auch so eine Decke drin. Hier seht ihr das ja ein bisschen vielleicht. Und das wird jetzt alles komplett rausgerissen. Und dann wird das alles so gemacht wie hier. Also die Decken werden dann auf diese Höhe gemacht. So, hier wird jetzt fleißig die Decke rausgerissen. Oh, das hat es ja gebracht. Ja, ich schmeiße da hinten raus. Also hier, in dem Moment. Weil hier ist noch eine Decke unter der. Nee, doch nicht. Das sah nur so aus. So, das heißt jetzt, diese ganze Decke muss raus. Oh, hat er schön sauber gemacht, oder? Der gute Hausmann. Nicht runter hier. So, in der Zeit, wo der Mann da oben arbeitet, zeige ich euch mal unsere schöne Brandschutzmauer. Habt ihr ja auch schon gesehen, dass wir da gemacht haben und jetzt ist sie fertig. So sieht das Ganze aus. Oh, die muss jetzt noch gespachtelt werden. Das heißt, alle Fugen hier einmal zuspachteln. Und ja, das ist eine ganz schöne Mauer, Leute. Ich glaube, es kommt in dem Video gar nicht so rüber, aber das ist schon ein ordentliches Ding. Sieht sehr groß aus. Ist auch sehr groß. Ja. Die haben wir jetzt fertig. Das, was ihr hier seht, das sind die Balken. Die wurden so eingemauert. Und da ist der Mann am Arbeiten. Hier seht ihr schon, dass überall Fußboden drin ist, wo bis jetzt Fußboden sein kann. Also wir haben hier noch neues Material gekauft. Wir haben lange Baustopp gehabt jetzt, weil wir kein Material mehr. Also die Fußböden, die USB-Platten für den Fußboden, die waren aus, weil wir jetzt viel mehr Fläche hier oben haben durch den Grundriss, durch die Grundrissänderung. Und deswegen haben wir eben zu wenig. Ich glaube, das haben wir noch neu bestellt. Die sind jetzt da und können wir jetzt verbauen. Beziehungsweise haben wir schon sehr viel verbaut. Hier ist eben alles fertig jetzt. Da hinten auch schon. Bist du am Fluchen? Ja, das ganze Holz durchbringt, anstatt dass es rausgeht. Oh. Ja, die habt ihr so den Blick gerade aus unserem Badezimmer. Hier kommt wahrscheinlich so die Badewanne hin, wo wir gerade stehen. Ja, so sieht das Ganze im Moment aus. Und jetzt kommt eben, wie gesagt, da noch die Decke raus. Und dann werden die Balken, die ihr da noch seht, verlängert, so wie da hinten. Dass sie jetzt alle hier auf dieser Länge sind, also wirklich komplett bis hier hinten durch. Der Balken unter mir ist auch rausgebrochen gerade. Oh. Weil der Holz runter war. Pass auf, nicht so runterfällt's. Nee, die Hälfte kommt da. Die andere Hälfte ist der Fall. Ja. Und dann können wir den Fußboden komplett fertig machen, auch hier, wo wir jetzt gerade sind. Das hier kommt ja auch noch überall Fußboden hin. Wir werden das zwar nicht alles benutzen, also hier wird, glaube ich, so ungefähr hier so, wird unser Badezimmer enden und der Rest wird dann Abstellraum für meine Eltern. Und genau, dann werden da die Balken jetzt noch verlängert und da lassen wir auch ein kleines Stück frei, weil da kommt die Treppe ja noch hoch, da wo Felix gerade ist. So, dann auch noch was ganz Großes. Die Fenster sind angekommen, beziehungsweise haben wir die abgeholt. Hier haben wir einmal die zwei großen Dachfenster. Das ist einmal Kinderzimmer, Dachfenster und Flur, da wo er gerade am Machen ist. Da oben kommt ja ein Dachfenster hin, da wo die Treppe ist. Und Kinderzimmer, das sind so ganz, ganz große, wie ihr seht, also dass da richtig viel Licht reinkommt. Dann haben wir hier für Küche und Esszimmer. Die sehen jetzt sehr, sehr klein aus, denke ich, für euch. Aber die schaffen wirklich für diesen kleinen Raum, ihr seht ja, da ist so ein ganz, ganz Mini-Fenster. Die schaffen richtig viel Licht. Und anders wäre es da auch nicht gegangen. Das ist wirklich das Größte, was wir da hätte einbauen können. Das ist jetzt 80x80. Da haben wir zwei Stück. Einmal Küche und Esszimmer. Die sind zweifach verglast, weil dreifach verglast wäre zu schwer
für das Haus hier. Ja, ist ohne. Papa hat gesagt, brauchen wir nicht. Dann brauchen wir es auch nicht. So, hier stehen noch zwei Dachfenster. Das sind zwei kleine, wie ihr seht. Hier eins und zwei. Kann ich euch die vielleicht nochmal zeigen. Genauso sieht das Ganze aus. Einfach so Dachfenster. Das ist einmal für hier oben. Zeige ich euch mal das, was ich euch gerade gesagt habe, wo wir hier keine Decke drin haben. Kommt da oben ein Dachfenster rein. Und das zweite Dachfenster ist für Badezimmer oben. Das kleine, damit wir da einfach auch noch ein bisschen Licht haben. Genau, hier ist jetzt noch ein großes Fenster, das kommt hier in die Luke rein. Das ist auch genauso groß wie die Luke, also das kommt hier direkt rein. Da kommt auch noch ein Gitter vor, damit man da nicht rausfällt und so. Wie so ein kleiner Balkon, das ist halt eben richtig groß. Und dann haben wir hier vier kleine. Die sind alle 1 Meter mal 1 Meter. Sind auch relativ groß, finde ich. Und da sind halt zwei fürs Wohnzimmer. Also das kommt raus. Das ist nämlich kaputt. Wie ihr seht, ist das von innen beschlagen. Also das, wird nichts mehr. Seht ihr das? Genau so. Das ist eben kaputt. Blind nennt man das. Das ist ein blindes Fenster. Und das ist auch viel zu hoch, wie ihr seht. Also das kommt raus. Und dann, das hier werden ungefähr so die Fenster dann gebaut und dann kommen hier zwei Stück hin, damit es auch richtig schön hell ist. Zwei von den 1x1 Meter, eins kommt ins Schlafzimmer und das andere, Schatz, wo kommt das andere Fenster hin? Ach so, das kommt hier hin. In meinem Büro kommt das Fenster noch hin. Hier sieht man auch die Decke. Wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten, dass die Decke so ultra tief ist. Also ich komme da lange nicht an, Leute. Die Decke ist an der größten Stelle 2,40. Ja, wir haben eine 2,40 Decke und zwei Standarddeckenhöhe. Ja, Standarddeckenhöhe. Ist bei euch zu Hause überall auch so. Ja, und das ist überall bei den Zuschauern zu Hause wahrscheinlich auch so, außer die haben Altbau. Aber nicht die Balken, dadurch die Balken sind ein bisschen tiefer. Ja, also 5 cm ist das tiefer. Ja, ihr müsst euch einfach vorstellen. Ja, also wie gesagt, ich komme hier überhaupt nicht an die Balken ran. Da fehlt auch noch ein ordentliches Stück. Und das sieht einfach nur so tief aus. Also ich finde selber, in der Kamera sieht es total tief aus. Aber wie gesagt, 2,40 haben wir Deckenhöhe. Und das ist auch Standard. 2,30 wäre wieder schon ein bisschen knapp, aber das ist schon Standard. Und das hätte, wie gesagt, auch nicht anders gepasst. Wir haben es extra so gemacht, damit wir oben noch genug Platz haben, wenn wir von oben sind. Oh, der Mann ist weit, Alter. Wir quatschen hier die ganze Zeit und der Mann reißt hier schon die Decke komplett weg. Oh! Yay! Macht er gut, oder? Fleißiger Herr am freien Tag. Heute hat er eigentlich frei, der gute Mann. Ist er immer noch. Aber was soll man machen, ne? Baby kommt bald, da muss man sich anstrengen. So, die Decke ist draußen. Hier finden sie noch zwei Balken. Die hebt der starke Mann jetzt einfach so raus. Schön, wenn das so einfach wäre. ja, und jetzt ist es einfach so riesig, Leute. Ja, ich gehe mal wieder weg hier. Aber es ist so riesig, schaut mal. Es kommt auf der Kamera mal gar nicht so rüber. Aber wir haben jetzt hier bestimmt, bis da oben sind es bestimmt 6, 7 Meter. Bestimmt, oder? Bis da ganz oben? Guck mal, was für ein starker Mann. Also, dass die so leicht sind. Also Leute, ich muss euch jetzt sagen, er hat schon ein bisschen Muckis bekommen. Lass die Fenster stehen, bitte. Ich bin ja auch gut, ne? Ich laufe einfach so mit der Kamera hinterher. Aber Leute, ich habe auch schon was gemacht. Ich habe das ganze Holz da hinten. Na, nicht das ganze. Doch, das da hinten habe ich. Das da hinten habe ich. Und hier auch so ein paar Balken habe ich auch getragen. Also, ne? So faul waren wir auch nie, während die Kamera aus war. Was soll ich jetzt mit diesem Hammer? Halt. Ah. Das ist nicht Papas Lieblingshammer. Hast du Papas Lieblingshammer? Nee. Hast du. Nee, das ist nicht Papas Lieblingshammer. Du hast meinen Hammer, du meinst das. Ja, so sieht es hier aus. Das wird noch der letzte Balken hier.
runtergetragen. Und dann haben wir die Decke draußen. Das macht Papa nachher, ne? Den Balken da hinten. Macht Papa nachher? Ja. Ich bin jetzt einmal ganz hier oben. Das ist alles so riesig. Grundriss haben wir im letzten Vlog genannt. Einmal gezeigt. Und hier haben wir jetzt letzten Tage das noch gemacht. Den Fußboden hier von unserem Ankleidezimmer. Das sind die hier schon alle fest? Also die schon, der sehe ich, ist fest. Ja, das ist unser Ankleidezimmer. Sieht alles so schön aus. Ich bin schon. Ja, die sind alle schon. Ey, ist alles schon so schön hier. Die kann man einfach so laufen. Hier ist ja das Kinderzimmer. Ja. Also hier oben haben wir. Oh, was sind das? 4 Meter bestimmt. Und das wird auch alles so bleiben, beziehungsweise macht mein Vater, damit wir Lampen anbauen können, macht mein Vater das so wie hier, also so eine ganz kleine Decke. Aber trotzdem wird das eine 4 Meter hohe Decke hier. Und ja, hier sind diese Balken, die bleiben. Die sieht man nachher auch. Diese hier. Aber auch da komme ich niemals mit meiner Hand ran. Also das ist auch alles kein Problem, ne? Nee. Also hier oben haben wir echt eine gute Deckenhöhe. Leider ist übrigens, weil du kommst nicht mehr runter. Ah, Zippel! Jetzt muss ich oben übernachten, Leute. So, Leute, wir machen jetzt Feierabend für heute. Nein. Nee, stimmt. Für jetzt bist der Bauchchef wieder da. Ja. Werden jetzt erstmal schön warme Kohlsuppe essen bei diesen 8 Grad draußen. Die Kamera laden, damit wir gleich noch vielleicht shoppen gehen können. Babyzimmer kaufen! Was? Naja, wenn deine Arbeitskollegin schreibt. Soll ich dir den abnehmen? Nee, das ist zu laut. Und wieder runter.